Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Galaxy 2. Ich bin der Nike und ich muss mich bei euch entschuldigen, denn die letzten drei Folgen musstet ihr als Hörspiel ertragen, weil OBS das Bild nicht aufgenommen hat. Ich weiß nicht, wieso es so war. Ich habe jetzt extra vorher nochmal nachgeguckt. Es musste jetzt eigentlich klappen. Ich kann euch mal zeigen, was wir in der letzten Zeit erreicht haben. Wir haben Welt 4 fortgesetzt, wo ich gerade einen Kometen sehe. Cool. So. Ich glaube, wir waren hier stehen geblieben, bei Klappstadt. Kann das sein? Und dann haben wir hier die komplette Welt 4 einmal durchgehasselt und auch den Bowser-Kampf, den zweiten, gemacht. Und in Welt 5 haben wir hier schon zwei Galaxien auch ebenfalls gemacht. Ich guck gerade mal, was fehlt denn hier noch? Hier fehlt nur noch die Beep-Beep-Galaxie da. Okay. Ja. Ich zeige euch mal Welt 5 eben auf der Weltenkarte, nur damit ihr Bescheid wisst. Hier sind wir gerade am rumhampeln. Ich weiß, das Problem habe ich nicht gefunden, woran es lag, aber passt jetzt schon. So, und ich muss euch auch noch, ich muss mich auch noch für eine zweite Sache entschuldigen, die ich aber schon wieder vergessen habe. Das gibt's doch gar nicht. Ich wollte mich für noch für irgendwas anderes entschuldigen. Ah ja, das Video hier. Das wird nicht in 1440p, also WQHD, am Anfang zur Verfügung sein, weil ich es relativ kurzfristig aufnehme. Weil ich habe die letzten Tage nicht so Bock gehabt, aufzunehmen und hatte auch wenig Zeit. Und deswegen, ja, ist das alles ein bisschen unter Zeitdruck. Ist jetzt scheißegal. Wir machen endlich mal wieder weiter hier. Glitzerstrandgalaxie. Mit Bild. Hoffentlich. Bitte. Die lila Münzen Strandraserei. Yay. Da habe ich ja richtig Bock drauf. Oh, okay. Mit Yoshi. Okay, es wird also richtig wild. Oh, hier geht's auch direkt zur Sache. Ach so, ja, okay. Dann schnell. Dann Yoshi machen wir mal ganz schnell hier. Schneller. Komm schon! 83, ja, das war easy. Ja, Freunde, das war ja mal nix. Also, das war ja richtig easy. Wow. Gar kein Problem. Eine ganz, ganz easy Challenge. Mit den nächsten Sternen. Ja, inzwischen haben wir auch schon 73. Ich weiß nicht, das letzte Mal, als ihr geguckt habt, ich weiß nicht, wie viel wir da hatten, aber auf jeden Fall deutlich weniger. Es tut mir leid, es tut mir leid. Naja, machen wir weiter. In Welt 5. Ich meine, wir kehren ja sowieso, wenn wir die Grünsterne sammeln, nochmal in alle Galaxien zurück. Also passt schon. Machen wir hier oben weiter. In der Bohumond-Galaxie. Die Silbersterne der Pappaufsteller ist unsere erste Mission hier. Oha. Okay. Sehr viel Goo, sehr viel tödliche Grütze hier. Ach, und Luigis Hauptstadt. Cool. Moin, Bro. Ja, du darfst mich gerne ablösen. Kein Problem. Natürlich ist er auch in der Geistergalaxie wieder am Start. Wie man es von ihm kennt. Dann lass mal. Oh, das war doch die hier Mario World war das doch gerade. Oh. Minigame. Ach du Scheiße, okay. Alle da rein nach. Nein. Komm her, du Arsch. Okay. Cool. Achso, die One-Ups. Nein. Oh. Fast ganz vergessen, ey. Okay, wo ist jetzt hier der Ausgang? Ach, hier. Cool.
So, einen Geheimstern gibt es ja auch. Den kann ich mich noch sehr gut erinnern. Jetzt müssen wir aber erstmal über die Schlangenblöcke hier. Aua. So, man kann den Stern schon hören hier. Aber der ist nicht hier. Der ist etwas gewiefter versteckt, sag ich mal. Und mit dem... Oh, Alter, mit dem rutschigen Luigi ist das ja auch gar nicht mal so leicht. Wow. Nein. Oh, okay. Alles easy. Und die ganze Welt klappt sich ja mal um. Ah. Ah. Please, no, please. Das ist die Kometen-Coin. Die hätte ich auch fast vergessen gerade. Und jetzt nicht in den Sternenring gehen. Ja. Denn hier ist noch was. Oh, ein richtig schnelles Teil. Okay. Wo ist der Stern? Wo ist der Stern? Wo ist der Stern? Nein! 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 Oh. Oh. Knapp. Sehr knapp. Das war knapp. Ich habe das Schlimmste befürchtet, um ehrlich zu sein, als ich da getroffen wurde. Aber zum Glück ist ja nochmal alles gut gegangen. Und Komet. Tick-Takt, Tick-Takt, Tick-Takt. Und Luigi freut sich mal wieder. Ich ehre dich, Bruderherz. Ah, das Klärchen. Ich gebe mein Bestes, Luba. Keine Sorge. So, dann machen wir es, um es schnell zu machen. Machen wir den hier. Zack, zack. So, Welt 3 wird jetzt komplettiert, Freunde. Tick-Takt. Das kann ja nur schlimm werden. Auf geht's in einen weiteren Kometenalarm. Schneller, tick, 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 Silberstern. Ja, das habe ich mir schon gedacht, dass es einfach nur schneller ist. Uff. Okay, das ist deutlich schneller als gerade noch im Einspieler. Ja, es ist quasi die Wolkendisco aus 3D World. Na, ihr erinnert euch da in Weltblume, glaube ich, ne? Oh, Yoshi, hi. Mit dir habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Lul. Ah, aber ist mir recht. Aber das kriegen wir doch auch ohne Yoshi hin, oder? Beziehungsweise ohne seinen Flatterflug, oder? Ja, ja. Alles easy. Okay, never mind. Ja, aber das ist wirklich kein Problem. Ah ja, da gibt's noch einen Yoshi. Ja, guck mal. Und jetzt haben wir... Okay, die Silbersterne, die dürften nochmal knackig werden. Die sind nicht so leicht. Und diesmal geht's auch komplett rum um das Teil. Okay. Aber mit ein bisschen Geduld geht das. Nummer 4. Und da oben ist die Nummer 5. Jawohl. Und jetzt bitte, Yoshi, mach keinen Scheiß. Mach keinen Scheiß, mach keinen Scheiß, mach keinen Scheiß. Nicht an. Bitte, 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 nicht weiterlaufen. Bitte Musik. Okay, gut. Na, guck mal an. Na, siehst du wo. Ist doch alles easy peasy hier. Jawohl. Da 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 ba da ba da.
Welt 3 ist kompliziert, Freunde, oder? Welt 3 ist komplett. Alle Galaxien. Ach stimmt, hier ist ja auch die Krone dran an der Welt schon. Hier fehlen uns noch zwei. Und hier geht's jetzt wieder weiter. Auf zur Bohemond-Galaxie. Zurück. Zurück in den Rotz hier. Jetzt holen wir uns aber wirklich die Silbersterne der Pappaufsteller. Versprochen. So. Ah, nee, komm. Diesmal macht Mario das Ganze. Luigi, du warst ja schon dran. Jetzt darf dein Bro auch mal. So, und der Bro, der geht direkt zum Sternenring, weil er geil ist und den Weg noch kann. Also nochmal über diesen tödlichen Fluss hier. Ach ja, schöne Mario World Mucke auch. Ich habe auch sowieso das Gefühl, dass Mario World wird hier viel benutzt in dem Game, ne? Die Mario World Themes. So, so macht das übrigens ein Skiller mit den Leben. Also mit den Noten. LOL. Okay. Okay, ich wollte ein bisschen abkürzen, aber die Gravitation ändert sich da ganz schön stark anscheinend. Ganz schön rapide. Komm, dann lass ich sein, dann lass ich sein. Ist ja gut, Spiel. Aber das hier kann ich trotzdem noch skillig lösen, weil ich geil bin. So, dann warten wir jetzt halt. So, von hier kann ich aber springen. Das ist alles kein Thema, kein Problem. Und jetzt dürfen wir es nur nicht verscheißen hier. Kein Bock, das nochmal zu machen. Ah! Okay. Ja, komm. Machen wir hier direkt die Abkürzung mit ein bisschen Skill. Ah, okay. Sternteile jetzt auf dem Mond sammeln. Habe ich auch kein Problem mit. Beziehungsweise Sternringteile. Sternsplitter, so heißt er. Mein Gott. Ah, komm. Lass mich. Ah, lass mich weg hier. Okay, ihr Pappaufsteller. Was ist euer Ding? Achso, ein Schalter, okay. Okay, Pappaufsteller gehen hoch. Und, oh, das war skillig von mir, möchte ich mal eben sagen. Da ist Nummer 2 und den dritten holen wir uns auch noch. Ja, cool. Ging besser als erwartet, muss ich sagen. Ich habe mit sehr viel Schlimmerem gerechnet hier. Ist das eigentlich da hinten? Ist das eine Supernova da im Hintergrund? Oder was war das? Hm. Wir werden es nie erfahren. Oh, ordentlich Sternteile wieder am Start. Oh oh, ein Brief. Hilfe gesucht. Ich könnte deine Hilfe gut gebrauchen. Komm vorbei, wenn du Zeit hast. Ich bin in der Raumwirbelgalaxie. Lass mich aber nicht so lange warten. Dein Hausmeister... Okay. Weiß ich Bescheid. Der Hausmeister hat wieder was für uns. Dann fahren wir da doch direkt wieder. Gehen wir da direkt doch wieder vorbei. Hausmeister. Ach, die ist ja. Ach, die ist ja auch in Welt 5, die Raumwirbelgalaxie. Ich bin ja blöd. Da, da ist er. Der Hausmeister ist wieder am Start, Freunde. Na gut, wo ist er denn? Dann erfüllen wir ihm mal seinen nächsten Wunsch. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der relativ... dass er relativ weit weg war. Also relativ am Ende war. Und er wollte so einen Wirbeltypen haben. So einen, wie heißen die nochmal? Begoman? Begoman? Heißen die Begoman? Beziehungsweise Begoman? Ach, ich weiß es nicht. Wahoo!
So, wir kümmern uns hier ganz schnell um diese Galaxy. Mach jetzt hier Speedrun-Mode an. Wow, habt ihr den Jump gesehen? Das können nur die Pros. Okay. So, hier brauchen wir einmal den Bohrwurm. Come with me, Bro, come with me. Und kaboom! Oh, noch ein Bohrwurm. Pass auf, Mario. So, hier ist auch der Hausmeister irgendwo, ne? Ich erinnere mich. Ich nehme auch den Begomann direkt mit. Problem ist, er darf nicht in diese elektrischen... Ah! Alter, hau ab. Nicht jetzt in das elektrische da rein. Okay. Ah, nein, 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 der Bob-Omb da ist... Der... Oh nein! Oh nein! Lol. Und ich bin nicht ins schwarze Loch gesogen worden. Aber was ist da gerade passiert? Okay, komm, dann machen wir halt erst alles aus dem Weg. So. Du gehst weg. Und du gehst... Ach, guck mal, der... Oh, nein, nein. Nicht runterfallen. Bro, komm her. Wo bist du, Bro? Komm mal her. Bin hier. Komm. Nein. Jetzt komm her. Ah, wow, nicht so schnell. Okay, komm, komm. Das ist der Hausmeister. Okay, was? Nee, ich zerstöre mit dem Bob-Omb lieber das Ding vorher. So, jetzt weg da, weg da, weg da. Komm. Komm doch. Okay. Alles easy. So, und jetzt einmal hier durch. Ohne dabei zu sterben, bitte. Ey. Ey! Hey, Hausmeister. Du bist auf der Suche nach einem dieser Powersterne, nicht wahr? So einen habe ich vorhin im Müll gefunden. Augenblick. Du glaubst, ich gebe ihn dir einfach so. Träum weiter. Alles hat seinen Preis. Weißt du was? Ich bin ganz fanat in diese roten Schnucke. Warum bringst du mir nicht einen von den roten Schnuckeln hierher? Okay, hier ist er. Oh, ist der nicht hinreißend? So süß, vielen Dank. Claro, abgemacht ist abgemacht. Dieser Powerstern ist jetzt deiner. Ja, voll. Guck mal, die Hausmeister sind alle nett hier. Dankeschön. Kein Problem, Bro. Solange ich dafür Sterne kriege, mache ich das doch gerne. Hätte sich fast gereimt. Für Sterne mache ich es gerne. So sieht es nämlich aus. Dornenbegomann im Verfolgungswahn. Jo. So, Luba. Zweiter Hausmeister ist auch am Start, sagst du? Sag bloß, du hast dieses Mal einen schrottigen Hausmeister mitgebracht. Hoffentlich entspannt er sich, anstatt dir alle herumzukommandieren. Ja, das wollen wir doch alle hoffen. Wo ist er denn? Er sitzt ganz... Na, lass mich. Er sitzt ganz entspannt. Ah, hier. Oh, hallo, Jungspund. Doch, doch, wirklich einen feinen Raumschiffplaneten hast du da. Hier ist ein Power... ein One-Up, das dir von Nutzen sein dürfte. Nimm es ruhig. Bisschen am Stottern, der kleine Kollege. Und ich habe da noch eine Sache gesehen, die ich mal eben überprüfen bzw. euch zeigen möchte. So, hier. Ach, scheiße, da hinten. Aber ich hab's richtig gesehen. Eine Wolke. So, und jetzt machen wir wieder weiter in der... Wie ist die Buhu-Galaxie? Ich vergesse es immer. Buhu-Mond, ne?
Genau. So, dritter Stern. Drittes Glück. Hoffentlich. Lass dich treiben, Geist Mario. Ah, der Geist Mario kommt zum ersten Mal zum Einsatz. Man kennt ihn noch aus Galaxy 1 und jetzt auch aus Galaxy 2. Aber die Eisblume gab es noch gar nicht tatsächlich. Luigi. Warum? Ich habe doch schon mit dir hier den Stern gemacht. Was soll das? Nee. Was? Ja, komm. Komm, dann. Dann mach halt nochmal. Ja. Wenn es denn sein muss. So, wir hasseln hier wieder durch. Bowser Jr., hallo. Irgendwie ist das hier anders. Das ist nicht so wie vorhin. Das ist schlecht. Das ist ja... Ich sehe auch irgendwo mal das Ende. Ne, hier ist Bowser. Ah, hier ist noch eine Tür. Da ist noch Röhre. Bitte sei richtig. Okay. Du wurdest zu Geist Luigi. Schüttel die Wii-Fernbedienung, um unsichtbar zu werden. Okay. Ja, ja, ich weiß. Ich muss schütteln. Hä, ich war doch unsichtbar. Okay. So, jetzt lass mich auch hier. Ih, was bist du denn? Irgendeine ekelhafte Schnecke ist auch am Start. Oh, oh, oh. Bin ich dumm? Oder was ist hier gerade Sache? Ich bin irgendwie absolut lost hier. Okay, einmal durch das gruselige Labyrinth. Und ab dafür. Warum geht's nicht schneller? Komm schon, hier ist doch so ein Aufstrom. Aufwind, was auch immer. Aufstrom, ist auch schön. Und einmal durch das Labyrinth hindurch. Und nach oben. Und schütteln. Wo ist der Stern? Ich höre ihn, ich höre ihn. Wir nähern uns. Okay, das hier ist jetzt natürlich nochmal ordentlich scheiße. Vor allem, weil dieser Aufwind nicht funktioniert. Er funktioniert nicht. Ich verstehe nicht, wieso. Aber guck, ich kann hier ganz easy gegen ankommen. Warum? Also ja, klar, ein bisschen werde ich getrieben, aber nur ein bisschen. Ich drücke jetzt mal nichts. Ah ja, jetzt geht's. Okay. Und ich bin trotzdem zu scheiße. Ach komm, das muss doch gehen. Bitte. Ne, das geht nicht. Oh, jetzt müssen wir wieder nach da unten. Das ist ja absolut nervig. Und wieder hoch. Ah ja, der ist schon stärker, der Wind. Wuhu! Geh hoch, geh hoch, geh hoch! Oh, oh nein, das ist noch einer. Alter. Okay. Ganz entspannt jetzt, Luigi. Jetzt kein Fehler, kein Fehler! Ach. Thank God. Und wir landen auch wieder im Geräteschuppen. Galaxie komplett mal wieder. Sehr nice. Nun gut, was haben wir denn da? Sieht mir fast aus wie ein geistenweißer Pilz mit Eckzähnen. Wenn ich bloß wüsste, aus welchem Grund wir diesen ganzen sonderbaren Krempel unter Deck aufbewahren. Ich weiß es auch nicht, aber der ganze sonderbare Krempel ist komplett, wie ich gesehen habe. Cool.
Das freut mich. Luigi haut wieder ab. Und ich verabschiede mich für diese Folge Super Mario Galaxy 2. Wenn es euch gefallen hat, wieder Bild zu haben, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Und abonnieren nicht vergessen. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder bei Mario Galaxy 2. Ich bin der Nike. Bis dann. Ciao, ciao.